Mädel, Leute, ja. Es wurde sich die Begrüßung auch innerhalb der Streams wieder gewünscht, deswegen wird es die in Zukunft auch wieder bei den Videos geben. Bedankt euch bei LP und Co. Tja, ja, was gibt es heute? Wir schauen Draches Meinung Part 41. Ich habe den verdammten Titel. Blaues Hagel? Nee, farbiges Hagel. Farbiges Hagel, meine Freunde, ist es. Farbiges Hagel. Die Folge geht tatsächlich nur 5 Minuten 24 Sekunden, also nicht lang. Ja, danke nochmal an den Ehrenhater, der es möglich gemacht hat, diese Folgen ungeschnitten hier mir geben zu können. Es sind jetzt nur noch 3 Folgen und ich ja, kann es kaum erwarten, diese Serie hinter mich gebracht zu haben. Ja, wir schnacken nicht lang, wir gehen rein. Let's go, Rainer. Farbiges Haargel. Übrigens, ganz kurzer Rant noch. Ja, ich habe mich ja letzte Folge auch schon ausgiebig über die Haare beschwert, das weiß ich noch ganz gut. Aber wie viele Produkte für seine Haare benutzt er eigentlich? Dieses komische Butterzeug, Haargel, farbiges Haaröl, bla. Also, was ist denn da eigentlich los? Egal. Er hat halt auch eine schöne Mähne, muss man ja schon sagen. Los geht's. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Letztes Mal die Butter und heute das komische Teil hier. Ups. So, heute ein weiteres Meinungsvideo und ich habe mir gedacht, wir quatschen heute nochmal darüber. Wir haben jetzt 20, 0 Uhr 26, also es ist genau nach dem letzten Video. Und Es ist genau nach dem letzten Video. Das ist auch eine schöne Zeitangabe. Es ist genau hier Ding, ne? Nach dem letzten Video, du weißt schon. auch direkt nach dem Stream. Hab gerade. Rainer hat mehr Tiere getötet als McDonald. Okay. Das ist eigentlich gar nicht so witzig. Ich lasse es auch an dieser Stelle unkommentiert. Fluxlöwe und Rainer Gumbel, vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt noch gar nichts anderes gemacht, außer dass ich auf dem Klo war. Da habe ich die zwei Teile gesehen und gedacht, ich mache da mal ein Meinungsvideo zu. Und das ist hundertprozentig auch so passiert. Ne? Ihr müsst euch überlegen, er hat seine drei Videos da aufgenommen oder so. Dann musste er mal kurz strollern, dann ist er auf Toilette gewoggelt. Da stand dieses Haaröl, Gel, bla, blub. Und er dachte so: Ja, komm, du brauchst da noch was für Draches Meinung. Weißt du, wenn du das schon machst, Rainer, dann nimm dir doch wenigstens ein paar andere Sachen und nicht zum fünften Mal irgend so ein Haarprodukt. Das ist doch Quatsch, Mann. Dann, keine Ahnung, stell mir doch eine Gabel vor oder so, was weiß ich. Von den Teilen hier habe ich verschiedene Farben. Und das ist jetzt in dem Fall Silber, beziehungsweise Silbergrau, wie man hier sieht. Es hat so einen Glitzereffekt mit drinnen. Es riecht interessant und es ist für die Haare. So, man sieht, das Teil ist halt auch ziemlich leer. Also benötige ich mir, muss man irgendwann wieder was besorgen davon. Kann man sich auf Amazon kaufen. Haben mir auch Zuschauer letztes Jahr zu Weihnachten, nicht zu Weihnachten. Letztes Jahr zu Silvester habe ich davon, Quatsch, letztes Jahr zu Halloween, also fast vor einem Jahr, habe ich davon einiges bekommen. Erstmal wollte ich gerade schon sagen, aber er hat den Witz quasi schon selber gebracht. Ne? Er sagte, man kann sich es über Amazon kaufen, man kann es sich natürlich auch über Amazon schenken lassen. Nicht wahr, Rainer? Und dann natürlich wieder schön die Wortfindungsstörungen. Das habe ich doch zum Geburtstag, zu Silvester, nee, Ding hier. Er sagt doch, zu Halloween, ne? Das, klar, Rainer, ja. Ich schenke Leuten auch immer zu Halloween Sachen, das ist ganz normal. Ach, diese Leute, die ihm Sachen von dieser Wunschliste gekauft haben, das ist wirklich wild. Das sind sehr wilde Leute. Mehrere verschiedene Farben. Konnte ich gut für Halloween verwenden. Konnte ich auch danach super verwenden. Hat also super gepasst. Letzten Endes muss ich jetzt dazu sagen, dass die. Letztens muss ich dazu sagen, dass die Teile hier schon geil sind. Das ist aber halt auch ein Haaröl. Das ist keine. Ursprünglich habe ich gedacht, das ist einfach nur eine Farbe. Ja, aber es ist tatsächlich kein Haaröl, es ist keine Farbe. Wobei es natürlich auch Farbe ist. No, warte mal, ich will mir das aber ganz kurz anhören. Moment, nochmal. Was? Wie bitte? Wobei es natürlich auch Farbe. Nee, warte, wir müssen noch ein Stück zurück. Das hat mich jetzt so verwirrt. Ich gedacht, es ist einfach nur eine Farbe. Ja, aber es ist tatsächlich kein Haaröl, es ist keine Farbe. Wobei es natürlich auch Farbe ist. Es ist kein Haaröl, es ist keine Farbe, wobei es natürlich auch Farbe ist. Das kann mir gerne einer erklären, der ein IQ über 58 hat, weil ich verstehe es leider nicht. Aber es ist in erster Linie Haargel.
Hair Coloring Material. Material. Es ist im Material. Prinzip eine Art Haargel mit Farbe. Das heißt, wenn man sich das in die Haare schmiert, hat man direkt silberne Haare. Oder grau oder blau oder rot oder grün. Das Problem ist, bei meinen Haaren, ich habe mittlerweile relativ dunkle Haare. Als Kind war ich strohblond, das ist voll übel. Jetzt mittlerweile habe ich recht. Mädel, du Aschwasserschlürfer des Alter. Lords, endlich mal wieder mit Begrüßung. Eigentlich müsstest du die Aussage einen miesen Bann geben, aber ich danke dir natürlich trotzdem, aber dann für deine Unterstützung. Ja, ihr wolltet alle mit Begrüßung, jetzt kriegt ihr jedes Video wieder mit Begrüßung. Ein Mann, ein Wort. Dunkle Farben. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde in den Jahren immer dunkler. Also, was ursprünglich. Der geht sich schon wieder so viel durch die Haare. Der geht sich schon wieder so viel durch die Haare. Ich hasse das. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie so ein, ob ich da so ein, weiß ich nicht, so, irgendwie so eine Abneigung gegen habe oder so, oder ob das an Rainer liegt, aber mir das immer anzugucken, wie er über seine Haare redet und dann die ganze Zeit da durchstreift und hier und da und hoch und runter, boah, das macht mich schon ein bisschen fertig. Das macht mich sehr matt, ehrlich gesagt. Ursprünglich blond war und dann später zu Köterblond, das ist so Straßenköterblond wurde, wurde das dann später zu braun und es wird auch in den letzten Jahren immer dunkler. Vermutlich wird es, bevor es komplett schwarz wird, auch grau, wer weiß. Macht auch nichts an sich. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn es bei mir so anfängt wie bei meinem Vater, merkt man es bei mir erstmal gar nicht, weil es bei mir an den Seiten anfangen wird. Wenn es genauso ist wie bei meinem Vater an den Seiten anfangen, dass ich so einen Strich nach hinten bekomme an den Seiten, aber auch gar keinen ganz so breiten, sondern wirklich bloß so ein Striemen irgendwie so. Das geht dann so leicht nach hinten. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Und dann erst werden die Haare so nach und nach grau. Dauert hoffentlich, was heißt hoffentlich? Ich habe eigentlich kein Problem damit, wenn ich graue Haare kriege. Es dauert vielleicht aber noch ein paar Jahre so. Also ich denke, bis ich 40 bin, brauche ich mir erstmal keine Gedanken darüber machen. Gott bewahre, wenn du 40 wirst, Rainer, ne? Erstmal das. Und ganz ehrlich, Rainer, deine Priorität sollte nicht irgendwelche grauen Haare sein. Alter, Rainer, du wiegst viel zu viel, du ernährst dich ungesund, du sitzt in einer, ja, in der Schanze mit Uwe fest, mit eingeschmissenen Fenstern und Co. Ich glaube nicht, dass deine Priorität oder deine Sorge graue Haare sein sollten. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du dieses Alter jemals erreichen wirst, wo du graue Haare bekommen würdest. Also, keine Ahnung. Was, wie gesagt, mir auch eigentlich am Arsch vorbeigeht. Also, was haben wir hier? Wir haben hier Haarfarbe. Wie gesagt, es gibt verschiedene Varianten davon. Es ist im Prinzip wie ein Haaröl, ein Haargel, Haargel, nicht Öl. Und im Alter. Prinzip perfekt für jeden, der sich gerne die Haare färbt, aber gerne mal was anderes probiert. Weil jedes Mal, wenn ihr das benutzt, müsst ihr, beziehungsweise könnt ihr natürlich, weil es Haargel ist. Oh, ey, das ist der. Alter, Rainer. Da macht ihr doch wenigstens ein paar Stichpunkte oder so. Haaröl, Haargel, mit Farbe, aber letzten Endes ist es natürlich mit Farbe, du weißt schon, oder ohne Farbe. Bruder, weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr natürlich am nächsten Tag oder am Abend oder sonst was eure Haare ausspülen und Ach. dann sind eure Haare wieder fresh und ihr könnt neu benutzen und neue Farbe draufhauen. Ich finde es irgendwie sehr, sehr, sehr befremdlich, wenn Rainer solche Sagen sagt wie fresh. Junge, dann sind eure Haare wieder fresh. Mary's schon im Battle. Hatten wir Rainers Schweinsbutt für extra fettige Haare nicht letztes Mal schon? Ich hatte es vorhin schon erwähnt, Rainer scheint nicht so viele Ideen zu haben und deswegen nimmt er das fünfte Produkt für seine Haare, um mir jetzt zu erklären, dass er ganz tolle Haare hat. Also, keine Ahnung. Ist so gesehen ziemlich praktisch für alle, die sich eben gerne mal in verschiedenen Farben kleiden. Ich meine, ich weiß, was er meint, aber in verschiedenen Farben kleiden, Rainer? Du redest von Haare färben, ach komm, deswegen. Ah, ja, wir kleiden uns alle in verschiedenen Farben. Boah, Junge. Um nicht zu sagen, punkig. Aber wie gesagt, ich mit meinem Iro brauche wohl kaum was von punkig erzählen. Der geht sich wieder durch die Haare. Warum macht mich das so matt? Ich weiß es nicht. Aber es macht mich matt. Kann der mal aufhören damit? Das ist genau die Ja, Scheiße, auf die wenn ich ich dir nach keinen oben Bock gehen hab. würde, Alter. Agumbel hat es mir damals empfohlen.
Ach, Rainer Gumbel hat das übrigens ja, gerade geschrieben. Danke für die Unterstützung. Ah, Gumbel hat ja das damals erfunden. Okay, weiß ich Bescheid. Also ich finde das Frame, wo ich angehalten habe, eigentlich auch ganz schön, oder Leute? Lasst das mal ein bisschen auf euch wirken. So ein Rainer mit so einem fetten Iro. Nice. Ja. Geht nur leider nicht, weil meine Haare eben nur schlecht halten. So, das wäre es erstmal soweit dann dazu. Das gibt es wie gesagt in Rot, Grün, in Blau. Ich habe es schon in Lila gesehen. Ich habe es auch schon in Rosa gesehen. Also man kann wirklich die verrücktesten Farben damit machen. Was man auch damit machen kann übrigens, das sieht man jetzt hier an meinem Bart. Also sieht man jetzt nicht an meinem Bart, aber man kann es auch im Bart reinmachen. Natürlich, wenn man das möchte, ist aber wie gesagt keine Farbe, sondern Haargel. Das heißt. Öl, Gel, Farbe, ohne Farbe, Ding. Ja, genau. Wenn ihr das reinmacht, solltet ihr danach euren Bart auch wieder auswaschen. Danach ist er natürlich wieder in der normalen Farbe. So, das ist wahrscheinlich jetzt ein wenig eine kürzere Ausgabe von dem, ja, knapp 5 Minuten. Aber dazu gibt es jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Wie gesagt, die verschiedenen Farben sind ganz interessant. Dann mach doch kein Video darüber, Rainer. Du merkst das selber an, es gibt nicht viel darüber zu sagen. Ne? Es ist ja sowieso null und nichtig, was du dazu erzählst. Aber Junge, das ist ja mal wieder so schlecht. Das Design von der Packung ist eigentlich immer gleich, mal abgesehen von dem Inhalt natürlich und natürlich auch den Text, der drauf steht, weil da steht jetzt in dem Fall natürlich irgendwas mit Silber drauf. Übrigens, nebenbei bemerkt, ist das eine englische Marke, also es steht alles auf Englisch drauf. Bitte, bitte, lies das vor. Bitte, 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 bitte. Da steht es auch irgendwo auf Deutsch? Nö, das ist also komplett auf Englisch. So gesehen, also auch ziemlich praktisch. Ich weiß auch gar nicht, da das natürlich Ding ist. Ich glaube, dass es einfach nur ein Haargel ist. Aber es kann auch sein, dass es für was anderes gedacht ist und ich das nur für Haargel benutze. Clever, Rainer. Und anstatt sich über die eigentliche Funktion bzw. Anwendungs... über das Anwendungsbeispiel mal zu informieren. Erzählt er jetzt in so einem Meinungsvideo darüber, weiß ich selber nicht gar nicht so richtig, ist es jetzt Öl, ist es Gel, ist es eigentlich dafür da, was ich hier gerade erklärt habe? Perfekt, Mann, wirklich. Egal, wie gesagt, gibt es auf Amazon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und tschö, tschö. Tschü mit Öl. Ja, das war die 41. Folge. Ich hoffe, die letzten zwei werden nicht auch noch irgendwas vertan, weil dann werd ich mit. Tja. Ja, noch zwei Folgen, dann haben wir es geschafft. Na, Gott sei Dank. Am Ende gibt es natürlich noch die Mitglieder ab Wonga Level 10. Vielen lieben Dank an Herr Berg, Kaito Cookie Reapers, Maximilian Leibniz, Pinguin 1995, der German Grizzly, der Eggländer, Lost Hope, Katzenmulle, Dinkelberg, Rindu Senpai, Ratalost, der brennende Mikrowellenmuffin, Syndemics Game Pro, Horst Kevin Blender, Torben Süd, Barkylon und natürlich ich bin der Drache, verdammte Axt. Vielen, vielen lieben Dank für euren ehrenhaften Support.